Hallo meine Lieben, willkommen zurück in Fallout 4. Ja, gestern gab es keine Folge, es tut mir leid. Ich hatte Frühdienst und bin irgendwie total erledigt auf der Couch eingeschlafen. So viel zu meinem Tag. Heute habe ich mir überlegt, wir machen wieder eine Quest. Und zwar machen wir Der lange Weg vor uns. Das ist die Quest mit MacCready und da geht es um... MacCready hat mir anvertraut, dass sein Sohn sehr krank ist und ein Heilmittel benötigt, das nur bei MedTech Research zu finden ist. Ich sollte ihn so schnell wie möglich dorthin bringen. Alles klar. Weil es muss ja schnell gehen, weil es handelt sich um ein Kind. Aber ich möchte euch noch was zeigen. Und zwar, ich habe ohne euch, ohne aufzunehmen, mal hier so eine Rampe gebaut, mal so provisorisch. Aber was jetzt der Hammer ist, ich habe die ja mal ein bisschen ausprobiert. Dazu komme ich aber noch irgendwann. Ich habe ein Treppenhaus gebaut. Tada! Guck mal, Leute. Man kann sozusagen von hier außen rein. Hier kommen noch Türen hin natürlich. Und dann geht es einmal hier hoch. Sehr gut. Also ist nichts Besonderes. Ich mache hier wahrscheinlich noch so eine Abgrenzung. Und dann geht man noch weiter. Ach so, ja genau. Das sind ja nur zwei Stufen, also Stockwerke. Genau. Weil der Fahrstuhl geht ja auch nur bis hierhin. Na, was sagt ihr? Habe ich doch gut gemacht, oder? Jetzt gehen wir wieder runter. Dogmeat ist da unten. So, dann gucken wir uns das nochmal von draußen an. Und da wäre es. Schaut mal. So sieht es aus. Also mir gefällt es richtig gut. Mit ein bisschen Fleiß krieg auch ich sowas hin. Wahnsinn, oder? Ich meine, falls es mal brennen sollte in einer Fabrik, kann ja durchaus passieren, dann darf man ja keinen Aufzug benutzen. Da muss man ja ein Fluchttreppenhaus haben. Und das wäre das hier. Ach, ich bin stolz drauf. Genau. Ich habe hier nochmal ein bisschen nur was hingestellt. Dinge, die ich dann für meine Fabrik wohl brauche. Ja, na gut, dann wollen wir mal. Nicht so viel quatschen, Phantasiens. Wir haben was zu tun. Ich wollte mal gucken, wo MedTech Research Dingsbums ist. Covenant, Heffigen Bootshaus. Ah ja, hier. Markierung möchte ich gerne setzen. Das habe ich noch gar nicht entdeckt, seht ihr? So ist die Markierung. Hallo, da. Okay. Dann gehen wir mal hin. Licht kann aus. Ist ja hell draußen. So, dann wird ein bisschen rumgejumpt. Theoretisch könnte ich ja auch mal wieder meinen Taxi-Worthy Bird nehmen. Ich vernachlässige es langsam. So, renn mal ein bisschen schneller, meine Kleine. Sonst kommen wir dort nie an. Sollte ich eine Waffe ziehen? Ich sollte eine Waffe ziehen. Gibt es hier wieder was Besonderes? Ach, das leuchtet hier immer so schön. Was war denn das? Hier habe ich doch gerade was... Hier habe ich doch gerade was lesen können. Ja, schieß es weg, alles klar. Baller es weg. Gut, jetzt habe ich hier einen Ausguck sozusagen. Okay, los, weiter geht's. Hier wird nicht getrödelt. So, da hinten irgendwo muss es sein. Dann gehen wir mal hin. Ups. Thank you.
Macri, hast du irgendwas gesagt? Ah, guck mal, hier ist meine Versorgungsroute. Ein Versorger. Was? Was? Arbeiter? Warte mal, warte mal. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar. Ein Arbeiter? Ha. Wartet mal. Nee, ich kann eigentlich nichts weiter machen. Okay, warum heißt du Arbeiter? Warum heißt du nicht Versorger? Ich verstehe es nicht. Aber habe ihm mal so eben Kronkorken geklaut. Ja, ich bin der Boss, ne? Ich muss ja die Gehälter zahlen. Das nehme ich mal mit. Oh nein. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt einer. Ach, scheiß drauf, ich nehme es mit. So, da ist der nächste Versorger. Oh, guck mal, die Brahmin. Ich find's immer süß, wenn sie so Pause machen. Ja, du bist ein Versorger. Handeln wir. Schieß los. Gib ihm mal deine Kronkorken und die Haarklammer. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts dafür bezahlt. Oh nein, ich vergaß. Oh. Komm, weiche von mir, du Unhold. Oh, schnell weg. Ich laufe falsch. Was habe ich denn jetzt da für ein Zielfernrohr? Wow. Oh, mein kleiner Dogmeat. So. Zündrüstung, rechtes Bein, Killer. Minus 15% Schaden durch Menschen sowie plus 2% Schaden. Nee, plus 2 Schadens- und energieresistent. Nehme ich mit. Kronkorken, Fusionszellen, Blieblingfleisch, Superhammer. Und ich trage natürlich wieder zu viel. Hey! Dogmeat. Warte da! Nein! Komm mal her hier. Ich darf gleich nicht vergessen, noch irgendwie zu dingsen. Ihn wieder ach, wie heißt denn das? Folgen. Er soll mir dann natürlich wieder folgen. Warum schleppe ich denn hier Material und so mit? Oh, ehrlich? Ach komm, Dogmeat, nimm mal noch mein Vorkriegsgeld. So. Splittergranaten 22. Warum trage ich die mit? Habe ich die gerade eingesammelt? So. Okay, vier tragen kann ich ja nicht. So, warum krieche ich jetzt? Ach so. Hab wieder eine falsche Taste gedrückt. Sind die alle leer? Ach nein. Hör doch auf. Hallo? Wo ist denn meine Waffe?
Ich sehe meine Waffe nicht. Ach da. 3 Jahre Waffen später. Sichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ja. Schluss mit lustig! Ach da. Komm mal her hier. Weggehen. So, weg mit dir. So wird das bei uns hier erledigt. Wieder gehüpft ist. Ich war's nicht. Das war McCready. So. 88 Schritte noch und dann sind wir da. Aber irgendwie, ich habe das Kurzzeichen-Zielfernrohr rangemacht hier an meine Waffe. Aber irgendwie passt die nicht. Optisch. MedTech Research. Eröffne das Feuer! Wow. Wow. Ey, 2 auf einmal ist unfair. Theoretisch hätte ich auch natürlich meine Klinge benutzen können. Aber irgendwie bin ich manchmal nicht so schnell, wie die hier kommen. Hallo, ich will dich haben. Yay, Kampfrüstung. Linker Arm Giftmischer, plus 25% Giftresistenz sowie plus 2 Schadens- und Energieresistenz. Nehme ich natürlich mit. Ach komm schon, lass es einfach sein. Oh Gott, wer seid ihr denn? Ich speichere mal. Kennen wir uns? Ach, die kenne ich schon. Sieh einer an. Schön, dass das Ödland dich nicht verschluckt hat. Interesse an einem kleinen Muntermacher für den Tag? Wo willst du hin? Überall und nirgendwo. Wenn du an einem Ort bleibst, bist du heutzutage tot. Besonders als Camp-Stealer. Hm. Ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand versucht, dir was zu klauen. Lexa warnt, dass dieser jemand irgendwann Simon sein könnte. Was will Lexa mit Simon machen? Sie will ihren Bruder von den Drogen abbringen, aber was soll ich sagen? Jet hält ihn fit. Er macht einen guten Job. Ich kann nicht klagen. Simon macht sich gut. Vielleicht solltest du ihn einfach in Ruhe lassen. Genau meine Rede. Ich muss mir Lexa vom Hals halten. Sie glaubt, er wird uns noch irgendwann umbringen. What? Warte mal, Mädel. Hallo. Und? Was darf sein? Ich wette, bei deinem Angebot stehen sie Schlange. Was würde ich nicht für Stammkunden geben? Simon ist fast der Einzige und er arbeitet für mich. Aber jetzt will Lexa, dass ich ihn rausschmeiße. Hm. Also kommen viele Kunden vorbei? Klar. Stammkunden? Das ist die Herausforderung. Das Commonwealth ist nicht mehr so ungefährlich. Die Leute leben nicht mehr so lange wie früher. Zeig mal, was du so hast. Ich habe alles, was du brauchst. Ja, ich brauche eigentlich gar nichts. Gut, danke dir. Ich muss weiter. Bis nächstes Mal. Mhm. So, komm. Du auch Hallo. Mal. Hallo. Ja? Ja? Du willst nicht mit mir reden? Und du? Du verschwendest besser nicht unsere Zeit. Ja, ja. Ist in Ordnung. So, euch habe ich jetzt alle, ne? Ja, okay. So, können wir jetzt hier rein? Ist es irgendwie machbar? Ja? Sollte noch was essen? Wartet mal nochmal. Ja. Hilfsmittel. Was nehmen wir denn?
Nudelschale. Und noch eine Köterkeule. So. Yeah, jetzt habe ich es entdeckt. Super. Kronkorken, sehr gut. Ich guck noch mal, was ich an Inventar. Okay, na, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich schon was da reinschmeiße zum Abholen, aber was soll's. So, Jungs und Mädels, jetzt gehen wir rein. Öffnen. Suchen wir mal dieses Hauptterminal. Sinclair meinte, dass man nur dort die Abriegelung der Einrichtung aufheben kann. Aha. Kriegen wir hin. Achso, ich dachte, da wäre gerade ein Dingsbums. So ein Kühler. Okay, also. Ich nehme jeden Scheiß mit, ich weiß. Aber ich brauche das ja auch zum Bauen. Gut. Empfangsterminal. Sicherheitsalarm. Sicherheitsalarm Alpha. Eindämmungssperrung in Kraft. Die Verwaltung hat eine Eindämmungssperrung für diese Anlage angeordnet. Das gesamte Sicherheitspersonal sorgt für den Schutz der Anlage, bis weitere Anweisungen der leitenden Mitarbeiter erfolgen. Die Anwendung tödlicher Gewalt ist erlaubt. Wow. So. Gehe ich denn jetzt zuerst lang? Gut, hier ist schon mal ein Zigarettenautomat, das ist gut zu wissen. Glas kann ich natürlich auch gebrauchen. So, hier war doch... Ich schieße doch hier irgendwo eine Flasche durch die Gegend, oder? Ja, natürlich. Oh, was für ein Schlüssel? Luftschleusenterminal. Oh Gott. Wartet mal, ich gehe noch mal kurz hier durch diese Tür. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Entsperren. Aber ja. Sicherheitsterminal. Okay. Ist hier noch was am Tisch? Nein. Das funktioniert nicht. Ach, Patronen sind auch immer schön. Und Kronkorken natürlich. So, mal gucken, was hier so steht. Sicherheitsalarm, das gleiche. Okay, also nichts... Oh, nichts Besonderes. Das sieht aber sehr neu aus. Emergency, okay.
Sieht sehr, sehr neu aus. So, hier ist ein Fahrstuhl. Oh nein, ich werde mich wieder so verlaufen. Ah, Kronkorken. MacReady, ich hab's gesehen. Was immer du da auch tust. Gepflegter Dreiteiler. Kann man verkaufen. Der verdammte Staub fliegt mir direkt in die Nase. Ah. Okay. Schön Kronkorken. Super genial. Hier war doch noch ein... Da. Ein Pümpel. Oder Pümpel. Okay. So, hier ist es ein bisschen dunkel. Teetassen. Ah, diesen Bugle braucht man eigentlich nicht, aber... Okay. Hier ging es nicht weiter, ne? Nee. Ohne Momento. Seht ihr, ich verlaufe mich jetzt schon. Huch! Ja, ich trage zu viel. Natürlich. Okay, die Tür muss ich anscheinend aufmachen. So komme ich jetzt hier ran. Aua! Wo kam der denn auf einmal her? Von da oben? Seife. Dieses First Aid ist nicht neu. Hm. Da liegt noch Vorkriegsgeld. Und ein paar Chips. Na, der hat sich's gut gehen lassen. Okay, ein paar Billardkugeln in der Toilette, wie auch immer die dorthin kommen. Oder kamen. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ah, da geht's hoch. Na gut, also, dann laufen wir mal Treppen. Aha. Huch. Ich hab das alles im Griff. Hast du? Na, dann mach mal. Huch. Wie der umgekippt ist. Geil. Ja, ein bisschen aufpassen, wo man hinläuft. Sonst fällt man ganz schnell runter. Du nimmst eigentlich den ganzen Schrott mit. Ach, MacReady. Ich muss doch ganz viel bauen und modernisieren. Zwing mich nicht, diesen Müll hier zu durchwühlen.
Nee, habe ich nicht vor. Ich will doch nur helfen, irgendwie ein Heilmittel für deinen Sohn zu finden. So, hier geht's gleich rauf. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob ich hier noch irgendwas... Okay, so, wo geht's denn hier lang? Oh. Warum ist die Musik? Wenn wir dich beschwören können. Du bist es. Ich höre hier 1000 Schritte. Okay. Aua, Mensch. Wenn die zu nah sind, dann ist es mal ein bisschen doof, die zu treffen. Habe ich. Jetzt gehen wir mal nach oben. Gut, jedenfalls ist die Musik wieder aus. Ich bin bereit! Also ich spiele zwar auf schwer, aber irgendwie kommt mir das sehr leicht vor. Okay, MacReady, ich habe eigentlich wieder vergessen, was ich machen sollte. Ich sollte doch irgendwas finden, oder? So, MacReady, ist da noch was auf Regal? Danke. Ein Basketball. Was zum Geier ist hier passiert? Alles verwüstet. Ja. Alles mitnehmen. Aluminium. Oh. Kick it. Nutzlos. Okay. Wow, jetzt hab ich mich... Oh Gott. Ja, zum Fall. Das hätte es wehgetan. Irgendwie schon. Gottes Willen. Oh, ich habe auch was Legendäres jetzt eingesammelt. Irgendwas zum Anziehen. Ist nichts weiter. Oh, ich sehe schon, Leute, die Folge ist schon wieder zu Ende. In Ordnung, meine Lieben. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter, genau hier an der Stelle. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.